Du hast dich schon immer gefragt, was iRacing eigentlich kostet. Bist überfordert mit der ganzen Auswahl? Dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video werde ich dir das erklären. Willkommen, Freunde der Sonne, zu einem neuen Video. Heute ist mal ein kleines informatives Video für euch, denn mich haben die letzten Tage, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, doch ein, zwei Leute gefragt im Stream, wie teuer ist denn eigentlich iRacing? Was kommt da jetzt auf mich zu? Wie viel muss ich da bezahlen? Ich habe immer gehört, es ist mega teuer und könntest du da vielleicht mal eine Übersicht machen? Ich habe mich jetzt die letzten Tage etwas hingesetzt, habe das alles mal runtergeschrieben und habe das mal anhand von einer Saison, die wir mit einem Auto fahren, habe ich das mal aufgestellt, was du an Gebühren zahlen müsstest. Bevor wir das jetzt hier alles mal machen, gibt es ein Disclaimer. Hier geht es nicht darum, dich oder irgendjemand davon zu überzeugen, iRacing zu fahren. Dieses Video ist einfach nur zu Informationszwecken da und dient dir als Übersicht, was dort für Preise entstehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir unten in den Kommentaren uns nicht wieder sinnlos die Rübe einschlagen würden. Diese SIM ist besser, jene SIM ist besser. Dieses Video dient einfach nur zur Aufklärung, was die Preise von dieser SIM sind. Hi, Zukunftssissi hier. Was ich euch ganz vergessen habe zu sagen, ist, dass in der Rookie-Serie, also bei allen Disziplinen, also Formula, Straße, NASCAR und so weiter und so fort, gibt es den Rookie-Content umsonst. Das heißt beispielsweise, du könntest am Anfang, wenn du Road fahren möchtest, Mazda fahren und auch die Strecken, die dazugehören, sind for free. Und damit könntest du theoretisch auch hochfahren bis in die A-Lizenz. Nochmal als kleiner Einwurf für dich. Vergangenheits-Sissi übernehme und mach weiter. Also lasst uns mal reinhüpfen. Um dir da jetzt einfach mal eine Übersicht zu geben, was da alles monatlich zu bezahlen ist oder was da generell einfach zu bezahlen ist, habe ich das in Autos, Strecken, Monatsgebühren, Rabatte etc. pp. eingegliedert. Und so haben wir jetzt aktuell, wenn du schon Member sein solltest, einen Preis von 13 Dollar im Monat, dass du es erstmal fahren kannst. Bezahlst du diese Gebühr nicht, hast du keinerlei Zugriff auf den Content. Bist du jetzt aber Neueinsteiger, kriegst du 40% Rabatt und wirst nur 7,80 Dollar bezahlen. Das gilt übrigens für 3 Monate, 6 Monate und für ein ganzes Jahr. Da werden dir 40% abgezogen. An der Stelle würde ich euch ans Herz legen, macht euch einen Account direkt bei iRacing und nicht das Ganze über Steam, weil bei Steam gibt es das ein oder andere Mal Schwierigkeiten und ist wirklich ein Pain in the Ass. Also falls du starten möchtest, mach es auf der iRacing-Seite direkt. Falls du einen Steam-Account hast, du kannst auch mit iRacing schreiben und den transferieren und dann hast du diese Probleme nicht mehr. Dann musst du für jede Strecke bezahlen. Die Strecken kosten zwischen 4,95 $, das sind Legacy-Strecken, die sind alt und ausgemustert, bis hin zu 14,95 $ und es gibt auch welche, die kosten 11,95 $. Dann wirst du noch Autos kaufen müssen. Auch da gibt es wieder Legacy-Autos, die rausgenommen wurden aus dem Sortiment und nicht mehr gepflegt werden. Die kosten 2,95 $ und normale Fahrzeuge kosten 11,95 $. Da stellst du schon fest, du musst jedes Auto und jede Strecke musst du kaufen. Wenn du jetzt also eine ganze Saison fahren wollen würdest, müsstest du dir 12 Strecken kaufen und ein Auto. Und in diesem Fall habe ich das mal ausgerechnet. Da möchte ich dich aber gleich darauf hinweisen, es gibt bei iRacing Rabatte. Das heißt, wenn du zwischen 3 und 5 dieser Content Pieces kaufen würdest, würdest du 10% sparen, wenn du rausgehst. Und wenn du mehr als 6 kaufen würdest, kriegst du 20% Rabatt. Falls du irgendwann so ein Warni bist wie meine Wenigkeit und du bist im 40er Club, das bedeutet, du hast mehr als 40 Items gekauft bei iRacing, kriegst du auf alles 20%. Also wenn du dir jetzt eine einzige Strecke kaufen würdest, kriegst du da 20% drauf und musst nicht extra 3 bis 5 dieser Content Pieces kaufen, um diesen Rabatt zu erlangen. Wenn wir das jetzt also mal für eine Season ausrechnen würden, das heißt, eine Season geht immer 12 Wochen, in der 13. Woche ist einfach ein bisschen Schabernack-Woche, wo man ein bisschen Quatsch fahren kann und du würdest ein Auto haben, sondern du fährst in der GT3-Serie, was ja sehr viele Leute fahren und die auch sehr populär ist, würdest du 153,08 $ bezahlen plus 39 Dollar Gebühren, wobei ich die 39 Dollar jetzt nicht runtergerechnet habe für Neuanfänger. Also die 40% habe ich da an der Stelle nicht abgezogen und die 153,08 $ sind mit den 20%. Wenn du also mehr als 6 dieser Teile in den Warenkorb schmeißt, und das wäre der Preis, der auf dich zukommt. Das heißt, du bist fast für 3 Monate fahren bei 200 Dollar. Man muss jetzt dazu sagen, natürlich ist der Anfang immer sehr teuer, weil man hat nicht alles auf einmal. Aber das legt sich ja auch mit der Zeit. Je mehr du fährst, desto weniger Strecken musst du dir kaufen, desto weniger Autos musst du dir kaufen. An der Stelle möchte ich extra auch nochmal erwähnen, das ist nicht wenig Geld. Das heißt,
falls du jetzt ein Hobbyfahrer bist und du kannst vor deinen Hobbyfahrer nicht ambitioniert setzen, dass du wirklich sagst, du fährst 3, 4, 5 Mal die Woche und auch am Wochenende und das ist dein Hobby, ist das wirklich sehr viel Patte. Und das muss man ganz klar einfach sagen. Und ich möchte jetzt hier auch nicht kommen mit, du kannst zu Black Friday so und so viel Geld sparen, wenn du dort einkaufst. Das ist nicht immer Black Friday. Ne? Also bei mir zum Beispiel wäre jetzt zu Black Friday habe ich meine Mitgliedschaft bei iRacing verlängert und ich bin bis 14.01.2025 habe ich das gekauft und ich habe $150 dafür bezahlt für die ganzen 2 Jahre durch. Diese Möglichkeit hat aber nicht jeder und nicht jeder steigt zu Black Friday ein, dies, das, Ananas. Also rein auf dem Papier muss man ganz ehrlich sagen, es ist viel Geld. Man bekommt aber, und das finde ich, ist eine sehr schöne Sache bei iRacing, ist zwar so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, aber man bekommt auch Geld wieder. Denn wenn du beispielsweise in der VRS-Woche oder in der VRS-Serie, die für GT3 steht, 8 Rennen, also 8 Mal teilnimmst von den 12 Wochen, bekommst du von iRacing am Ende der Season noch ein paar Credits zurück, wofür man sich nachher fast schon wieder ein Auto kaufen kann. Ich möchte dazu noch eine Kleinigkeit hinten für euch als Erwähnung geben. Wenn jetzt beispielsweise, sagen wir mal die Nordschleife. Die Nordschleife ist sehr, sehr alt bei iRacing. Also der Scan von iRacing ist schon etwas älter. Und sie würden jetzt losgehen und sie würden die Strecke neu scannen. Dann kriegst du das Update zu der Strecke for free mit dazu. Das heißt, wenn jetzt irgendwas verändert werden würde an den Strecken, irgendwelche Curbs, neue Scans etc. pp., kriegst du das, solange du Mitglied bist und die Strecke besitzt, kriegst du das dazu. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn jetzt beispielsweise ein Auto ausgemustert werden sollte, nehmen wir jetzt mal den Audi, denn der Audi wurde jetzt, also Audi GT3, wurde jetzt vor kurzem erweitert, also da kam die Evo-Version raus, dann hat man für den alten Audi noch etwas Geld zurückbekommen und man musste für den neuen Audi nicht mehr den vollen Preis bezahlen, weil man hat ja Geld zurückbekommen. Das sind natürlich Kleinigkeiten, gerechnet an dem ganzen Warenkorb, den man da reinstecken kann, beziehungsweise was man an Geld ausgeben kann. Nur mal für euch als Perspektive, ich fahre aktiv GT3s, ich fahre aktiv LMDHs und ich fahre aktiv Nesca. Ich habe schon viel zu viel Geld da reingesteckt. Ich habe das letztens gerade mal ausgerechnet und ich möchte das euch fairerweise auch hier deklarieren und zeigen, wie teuer das ist. Ich möchte dazu sagen, ich habe nicht wirklich auf die Prozente geachtet, ob ich was spare oder nicht, denn ich wollte es fahren. Das einzige Mal, als ich Geld gespart habe, war, als ich meine Membership verlängert habe zu Black Friday. Und ich habe mittlerweile $980 in iRacing reingesteckt für all das, was ich habe. Muss dazu aber auch sagen, also ich habe wirklich alle, bis auf die alten GT3-Fahrzeuge, ich habe alle LMDHs, ich habe LMPs, ich besitze Nesca durch und ich besitze auch nahezu fast alle Strecken, die zu diesen Serien dazugehören. Und das ist wirklich eine Menge Heu. Für mich ist es ganz klar, ich bin Content Creator und bei mir hängt natürlich auch mein Einkommen davon ab. Aber ich möchte euch ganz klar sagen, iRacing ist nicht günstig und es sollte, auch wenn man immer sagt, dass Simracing kein günstiges Hobby ist, sollte man sich das sehr gut überlegen, ob man das committen möchte. Wenn man das committet, hat man eine unglaublich tolle Auswahl an Fahrzeugen, die man fahren kann. Sehr viele Rennserien. Man kann rund um die Uhr fahren. Es gibt offizielle Rennen für Endurance-Rennen, offizielle Rennen für NASCAR und so weiter und so fort. Also dir wird für das Geld auch was geboten. Man muss aber dazu sagen, es ist und bleibt aktuell die teuerste Sim, die man so fahren kann, wenn man das denn möchte. Lass mich doch gerne mal wissen, ob ich dir an irgendeiner Stelle noch weiterhelfen kann mit anderen Sims. Denn durch eure Fragen wird mir erst bewusst, was ich euch geben kann, um euch zu helfen und den Einstieg einfacher zu gestalten. Also schreibt das doch mal unten in die Kommentare und vielleicht könnt ihr auch mal, falls ihr Fahrer seid oder auch überlegt, das zu fahren, wie ihr so die Preise findet in Relation zu anderen Simulationen, ob es euch das wert wäre. Und vielleicht ist der eine oder andere ja auch Golfspieler, Fußballspieler und kann mal mit seinem Hobby das ein bisschen vergleichen, weil das wäre wirklich sehr schön für mich, auch meinen Horizont mal zu erweitern, was ihr so für eure Hobbys dann draußen ausgebt und was die euch wert sind. Und dann wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag. Ich möchte mich bedanken für deine Zeit. Ich möchte mich bedanken, dass du dieses Video bewertet hast, ob du diesen Daumen hoch oder Daumen runter gemacht hast. Das ist für mich beides völlig fein.
Und dann würde ich mich sehr freuen, dich im Livestream mal zu sehen bei Twitch. Der ist nämlich von Mittwoch bis Sonntag ab 14 Uhr bis oben hin. Und dann sage ich ciao Kakao, bis den Dansen.